Unser nächstes Projekt heißt Low Car High Bike. Ich bitte euch schon mal ein bisschen näher an den Tisch ranzukommen. Mir steht da so hinten, als hättet ihr Angst, dass der Tisch euch gleich in die Nase beißt. So ist schon gleich ein bisschen besser. So, Gamification ist ja Big Mood hier bei Jugendhax. Nachweislich funktioniert ja alles besser, wenn man es als Spiel umsetzt, egal ob es darum geht, Schritte oder Kalorien zu zählen. Und deswegen haben auch viele Jugendliche irgendeine Idee mit einem Spiel sich ausgedacht dieses Wochenende. So ähnlich ist es auch beim nächsten Projekt bei Low Car High Bike. Da geht es darum, dass jeder und jede endlich mal ein bisschen mehr Motivation im eigenen Leben entwickelt, um tatsächlich ein bisschen CO2 einzusparen. Und diese neuen Jugendlichen, nämlich Max, Niklas, Oskar, Benedikt, Tobias, Philipp, Jakob, Georg und Farhan, haben sich was ausgedacht und erklären euch das jetzt. Einen herzlichen Applaus und viel Spaß. Hallo, wir sind die Gruppe Loka. Wir zeigen euch unsere Webanwendung, mit der Menschen den CO2-Fußabdruck tracken können. Ja, genau, denn wir haben das Problem festgestellt, dass natürlich, wir wissen alle, besonders Autofahren im Alltag ist eigentlich nicht gut fürs Klima, aber halt irgendwie fehlt ein bisschen die Motivation daran, was zu ändern, und wir fanden, dafür braucht es eine Lösung, damit die Leute dabei motivierter sind. Unsere Lösung dafür war, eine Diät-Web-App zu entwickeln, mit dem man seinen individuellen CO2-Ausstoß beim Thema Mobilität verringern kann. Ja, ich stelle das Ganze mal live vor. Wir sehen hier ganz oben erstmal so ein paar Challenges in seinem Profil. Die sollen einen dazu ermutigen, auch wirklich was zu tun. Zum Beispiel kann man hier sehen, Walking Bronze, die Challenge klingt doch super. 5 Kilometer muss man nur laufen, da hat man doch direkt mehr Lust. Hier sieht man schon, man hat auch abgeschlossene Challenges, dass man sich auch so ein bisschen an seine Erfolge erinnern kann. Hier unten gibt es ein Leaderboard. Wir sehen hier, das Demo-Alpaka hat natürlich den ersten Platz belegt. Da kann man sich auch so ein bisschen mit Social Scoring vergleichen. Das ist auch nochmal so ein bisschen Antrieb. Und auch seine eigenen Statistiken kann man hier unten sehen. Zum Beispiel kann man hier sehen, 40 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Die kann man dann hier unten mit dem Plus-Symbol eintragen. Zum Beispiel kann man jetzt hier von Hamburg oder auch von Hamburg-Bartau nach London fahren. Da das allerdings vermutlich nicht so gut mit dem Fahrrad geht, muss man die Distanz selber bestimmen, das sind bestimmt 2000 Kilometer. Und so schnell kann man sich Achievements einsammeln. Genau, dann kommen wir zu den Designs. Die haben ich, Oskar und der Fahren erstellt. Zum einen mit Photoshop und im Fall von Fahren mit Inkscape. Dann kommen wir nun zu den Technologien, die wir im Frontend benutzt haben. Zum einen haben wir dafür HTML, CSS und JavaScript benutzt. Bei JavaScript die Library Vue.js und die API, um die Distanz zwischen zwei Orten zu bestimmen, haben wir die OpenStreetMap APIs genutzt. Genau, für das Backend haben wir C++ verwendet und dabei kamen die Bibliotheken SQLite3 und C.json zum Einsatz, um eben Arbeit abzunehmen. Ja, genau. Und um uns das Ganze zu erleichtern, haben wir natürlich auch auf GitHub das hochgeladen, aber natürlich könnt auch ihr den Code dort einsehen und herunterladen, wenn ihr den nutzen möchtet. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und ja. Vielen Dank. Dann kommt mal nach vorne und bringt das Mikro mit. Noch ein oder zwei Fragen. Was mich mal interessieren würde, ihr seid ja auch eine ziemlich große Gruppe. Kommt alle hier einfach in dieses Cyber-Karo, ihr passt da alle rein. Das ist wie mit so einem Fahrstuhl, wo es heißt, hier passen noch 10 mehr Leute rein. Ihr steht immer noch außerhalb. Kommt rein. Sehr gut. Genau, ihr seid eine ziemlich große Gruppe. Und mich würde mal erstens interessieren, wie das kommt, dass ihr so eine große Gruppe seid. Also seid ihr einfach von Anfang an so viele gewesen oder sind dann Leute dazugekommen oder haben sich auch bei euch zwei Gruppen zusammengelegt? Also es waren zwei Ideen, die ziemlich gleich waren und da haben wir gedacht, legen wir doch die Gruppen zusammen und ja.
cool. Und könnt ihr mir auch nochmal erzählen, wie das dann gut funktioniert hat mit dem Zusammenarbeiten? Ich frage mich nämlich manchmal, ob das eigentlich leichter oder schwerer ist, wenn man eine sehr große Gruppe ist. Weil einerseits hat man natürlich mehr Leute dabei und man kann die Aufgaben vielleicht besser verteilen und man hat auch vielleicht mehr Fachwissen und Spezies dabei. Aber man muss sich natürlich auch viel besser koordinieren. Das kann ja auch eine größere Herausforderung sein. Wie hat das bei euch funktioniert? Also, könnt ihr auch mehrere Antworten darauf geben? Gibt bestimmt mehrere Meinungen dazu. Ja, genau. Also das war am Anfang vor allem auch tatsächlich ein Problem, weil sich halt auch so ein bisschen Untergruppen gebildet hatten. Dadurch, dass es halt auch ursprünglich aus zwei Gruppen zusammengekommen ist, waren dann halt auch so zwei Gruppen. Und dann mussten wir halt vor allem gucken, dass wir untereinander in Kontakt bleiben, regelmäßig uns auch mal vom Rechner fortbewegen und einfach miteinander reden, was wir tun, damit wir halt nicht aneinander vorbeiarbeiten, sondern zusammen die Idee weitergemacht haben. Und es hat dann immer gut funktioniert. Willst du noch was sagen? Dazu hatten wir natürlich auch das Frontend und Backend. Das heißt, da habt ihr es eh schon aufgeteilt? Ja. Okay. Und ja, halt so regelmäßige Besprechungen und ja, so hat das gut funktioniert. Und hat jeder das gemacht, was er sowieso schon gut kann? Oder habt ihr gesagt, das ist jetzt die Gelegenheit, um mal was Neues auszuprobieren? Also haben die, die sowieso immer Frontend machen, auch wieder Frontend gemacht und die, die eh immer Backend machen, haben auch jetzt wieder Backend gemacht? Oder habt ihr es so ein bisschen durchgemischt? Du magst was sagen? Ja, also ich denke schon, dass jeder so seine üblichen Rollen verwendet hat, aber ich glaube, wir haben vor allem eins gelernt, nämlich Teamarbeit. Cool. Da möchte ich mich auch bei unseren Mentoren bedanken, die haben uns da wirklich super unterstützt. Das freut mich, das ist das, was ich hören möchte. Vielen herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. Cool, danke schön für das tolle Projekt nochmal. Merci.